Rhein-Main vor Ort wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Karben. Der Blick auf die Frankfurter Skyline, die Aussicht in den Taunus oder den Spessart. Im Herzen der Wetterau, mitten in der Natur, zwischen idyllischen Grün- und Ackerflächen, liegt die Stadt Karben. Rund 23.000 Menschen leben in den 7 Stadtteilen Großkarben, Kleinkarben, Kloppenheim, Okarben, Rendel, Burg Gräfenrode und Petterweil und profitieren von der Nähe zur Natur. Eine Viertelstunde nach Friedberg und 30 Minuten in die Frankfurter City. Das ermöglicht die S-Bahn-Linie 6 mit 2 Stationen in Karben. Damit ist Karben direkt an die Bankenmetropole angebunden. Jeder Stadtteil ist mit regelmäßigen Busverbindungen zu erreichen, bis in die Nacht hinein. Am Wochenende verkehrt ein Nachtbus von Frankfurt direkt bis Karben. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Vorort. Wir sind hier vor Ort in Karben, genauer gesagt im Skulpturenpark von Karben. Und bei mir ist Bürgermeister Guido Rahn. Herzlich willkommen, Herr Rahn. Okay. Ihr Leitspruch der Stadt ist, hier lässt sich's leben. Sie als Bürgermeister, wie wichtig ist es für Sie, diesen Leitspruch umzusetzen? Das ist eines unserer wichtigsten Maxime. Unser Handeln, die Bürger müssen sich hier wohlfühlen, sie sollen gerne in Karben wohnen. Karben hat einen riesigen Vorteil, wir haben einen Standortvorteil, wir sind direkt vor Frankfurt. Bad Homburg in der Nähe, 15 Kilometer bis Frankfurt, also hervorragende Lage. S-Bahn-Anschluss, Bundesstraße vor der Tür und trotzdem mitten im Grün. Wenn man um Karben nachher mal sieht, wie Karben liegt, eingebettet in Felder, Wiesen, die Nitter mitten durch Karben, eine hervorragende Lage und wir machen auch viel draus. Wir haben hervorragende Infrastruktur, hier nebendran wird gerade das Schwimmbad neu saniert, neue Sauna, 4,5 Millionen Euro. Wir investieren sehr viel in Kinderbetreuung, U3. Wir haben das verfünffacht innerhalb von kürzer Zeit, die Plätze. Hier gibt es sehr viel Schule. Also wir haben eine tolle Lage, tolle Infrastruktur. Und rundum gesagt, hier fühlen sich Bürger wohl. Sie haben schon angesprochen, einerseits im Grün, andererseits eine prosperierende Stadt. Jetzt hat Karben rund 23.000 Einwohner. Ich stelle mir das schwierig vor, manchmal diesen Spagat machen zu können zwischen prosperierender Stadt und, ich nenne es mal, Oase im Grün. Wo liegen da Ihre Schwerpunkte? Ja, das haben Sie richtig festgestellt. Das ist mir schwierig. Wir machen hier kein Wachstum um jeden Preis. Wir entwickeln die Stadt behutsam. Das heißt, wir kommen immer kleinere Baugebiete hinzu mit 50, 60 Häusern, Stück für Stück, sukzessive. Diese Bürger kann man auch integrieren. Das ist eine richtige Variante. Und daneben schaffen wir neue Arbeitsplätze. Wir haben ein neues Gewerbegebiet aufgelegt, direkt an der B3. 40.000 Quadratmeter kann jetzt demnächst entwickelt werden. Das heißt, wir haben auch Arbeitsplätze. Wir haben jetzt schon 6.500 Arbeitsplätze in Karben. Das heißt, wir entwickeln auf der einen Seite Wohnbaugebiete, Gewerbegebiete, aber immer Stück für Stück im Kleinen und vergessen nicht die Natur und die Umwelt. Die Nitter ist hier im Hintergrund, die wird jetzt renaturiert innerhalb der nächsten 12 Monate. Ein Riesenprojekt. Die Nitter fließt direkt durch Karben, wird komplett renaturiert. Das ist ein Stück Lebensqualität, das wird die Stadt aufwerten. Und auch in anderen Bereichen. Wir haben Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, wir haben einen Karbener Stadtwald. Also wir haben sehr viel Natur und Umwelt und trotzdem probieren wir hier auch noch ein bisschen zu entwickeln. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass es so weiterhin geht, behutsam entwickeln. Vielen Dank fürs Erste. Wir nehmen Sie gleich noch mit und auch Sie, liebe Zuschauer, auf einem weiteren Streifzug durch Karben. Die Renaturierung der Nidda ist eine der wichtigsten Maßnahmen für die Stadt. Ziel ist die ökologische Aufwertung des Flussverlaufs und die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Gleichzeitig soll die Nidda auch für die Menschen wieder erlebbarer gemacht werden, durch Aufenthaltsbereiche und Zugangsmöglichkeiten zum Fluss. Um die Erlebniswelt der Natur stetig zu verbessern, hat die Stadt zahlreiche Schutzgebiete geschaffen. Sie bieten einer Fülle von Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Beispielsweise das Naturschutzgebiet Ludwigsquelle. Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Karbener Wald. Gut angelegte Wege vernetzen die 7 Stadtteile und alle umliegenden Gemeinden miteinander. Zu den Höhepunkten gehört auch der Naturerlebnisgarten der Kälterei Raps mit Barfußpfad, Bienenhotel, Kräuterspirale und Heilpflanzengarten. Immer im Juni wird Kleinkarben zum Zentrum der Rosenblüte in der Region. Dann steigt am Rosenhang das Rosenfest mit etwa 700 alten Rosen- und Wildrosenarten. Seine Lage sieht Karben als Verpflichtung und ist dem Projekt 100 Kommunen für Klimaschutz beigetreten. Zeugen des Projekts sind unter anderem eine Biogasanlage und die Windenergieanlagen in Kloppenheim. Rund 3000 Haushalte können dadurch jährlich mit Strom versorgt werden.
Das Karbener Gewerbe und der Handel sind aktiv, vielseitig und attraktiv. Ob Supermärkte, Spezialgeschäfte, ganze Ladenzeilen oder frische Produkte aus der Region, der Einkauf um die Ecke spart Zeit und Benzin. Guter Service gehört genauso dazu wie der persönliche Kontakt. Man kennt sich eben in Karben. Liebe Zuschauer, immer noch Guido Rahn bei mir, der Bürgermeister von Karben. Infrastruktur ist hier ein wichtiges Wort in der Stadt. Hier verändert sich viel. Was zum Beispiel wird hier gebaut? Ja, hier entsteht das neue Stadtzentrum. Hier kommt ein neuer Kreisel hin als Ortseingang. Aber keine Angst, das ist keine Dauerbaustelle. Ich habe gesagt, wir entwickeln behutsam. In 6 Wochen sind wir hier fertig, dann ist der neue Ortseingang zu erkennen. Hier drüben wird ein Lebensmittelversorger hinkommen. Die Volksbank wird ihre Zentrale dort errichten. Damit komplettiert sich unser Stadtzentrum so sukzessive. Das, was ich gesagt habe, wir entwickeln Stück für Stück, behutsam, aber auch zügig. Jetzt die Nordumgehung wurde viel diskutiert hier in der Stadt. Wo liegen die Vorteile dieses Projekts? Das sieht man jetzt schon. Wir haben hier sehr viel Verkehr noch in Karben. Durch die Nordumgehung wird 2/3 des Verkehrs nach draußen gebracht. Die Innenstadt wird noch attraktiver. Es wird lebenswerter. Wir können den Ortsmittelpunkt in Großkarben entwickeln. Und wir machen nicht nur die Nordumgehung. Dadurch können wir auch andere Projekte voranbringen. Und das wird die Stadt noch viel lebenswerter machen. Jetzt gibt es ja noch viele andere Sachen. Wie sieht es denn aus mit neuen Gewerbesiedlungen? Verändert sich da noch was? Genau, hatten wir schon angesprochen. Neben Wohngebieten werden wir auch Gewerbeflächen erschließen. Direkt an der B3 in Okarben entsteht ein neues Gewerbegebiet mit knapp 4 Hektar. Auch ein kleineres. Wie gesagt, wir entwickeln immer behutsam. Aber da kann sofort angefangen werden. Wir sind schon bei der Erschließungsmaßnahme. Wir haben ja schon 6.500 Arbeitsplätze in Karben. Wir wollen, dass die Bewohner auch direkt vor Ort arbeiten können. Das heißt, wohnen und arbeiten in Karben und keine reine Schlafstadt. Liebe Zuschauer, mit spannenden Themen geht es gleich weiter nach einer kurzen Pause. König und Neurath, der internationale Komplettanbieter für Büro, Sitzmöbel und Raumsysteme, verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Arbeit der Menschen effektiver zu machen. Die eigene Holz- und Metallverarbeitung und die hohe Fertigungstiefe sichern ein Höchstmaß an Flexibilität in der Realisierung der Kundenanforderungen. König und Neurath, innovative Büroarbeitswelten, Freiräume für Leistung. Wir entwickeln für den Mittelstand praxistaugliche und praxisnahe Unternehmenslösungen für mobile Plattformen. Nicht das Unternehmen passt sich einer mobilen Lösung an, sondern die mobile Lösung dem Unternehmen. Die unternehmensspezifische eigene App ist unser Ziel. Ihre Idee, unsere Lösung, Ihre App. Die Baumschule Karben lädt Sie ein. Besuchen Sie unsere Galerien und lassen Sie sich überraschen. In einem Park voller Pflanzen, Brunnen, Natursteinen und Blumen finden Sie alles für ein schöneres Ambiente für drinnen und draußen. Die Baumschule Karben, alles unter einem Dach. Die Rapskälterei in Karben produziert jährlich rund 30 Millionen Liter Getränke und ist damit Hessens größter Fruchtsafthersteller und ein bedeutender Apfelweinanbieter. Bis zu 5000 Tonnen Wetterauer Streuobstäpfel werden im Herbst angeliefert, mit dem großen Laster oder dem kleinen Auto. Und aus jedem Apfel wird bester und im eigenen Labor geprüfter Apfelwein oder Apfelsaft. Das Labor überprüft den gesamten Produktionsprozess, vom Eingang der Rohwaren bis zur Abfüllung der 32 verschiedenen Sorten Saft, die in Karben hergestellt werden. Für ein Unternehmen, das ausschließlich wie wir mit natürlichen Rohstoffen arbeitet, haben wir hier in Karben inmitten von Streuobstwiesen und Wäldern einen perfekten Standort. Wir stellen hier mit großem Enthusiasmus und Sorgfalt Getränke her. Im Warenlager stehen immer bis zu 3 Millionen Flaschen bereit, die von hier aus nach Hessen und in die angrenzenden Bundesländer geliefert werden. Karben liegt der Rapskälterei am Herzen. Die regionale Verbundenheit zeigt sich im 4000 Quadratmeter großen Naturerlebnisgarten, der in Kooperation mit der Stadt eingerichtet wurde. Sonntags von 14 bis 17 Uhr steht der in Hessen einmalige Erlebnisgarten der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. Auch die 1878 erbaute und originalgetreu renovierte Raps Juice Factory ist öffentlich, kann für Veranstaltungen gemietet werden und ist zentraler Start- und Endpunkt für die beliebten Kältereiführungen. Musik.
In Kaben wachsen Altes und Neues zusammen. Ein schönes Beispiel ist die historische Ortsmitte in Rendel, die 2009 erneuert wurde. Das alte Rathaus beherbergt eine Bücherei. In Burg Grevenrode ist noch ein Teil der im 15. Jahrhundert entstandenen Oberburg erhalten. Inzwischen ist dort eine Kindertagesstätte integriert, gegenüber der Lieselturm. Dort ist ein Jugendclub untergebracht. Die Historie Großkabens reicht bis ins 12. Jahrhundert. Davon zeugt das Leonardische Schloss mit angrenzendem Dallesplatz, der inzwischen als Festplatz dient. Der Mundartdichter Peter Geibel stammt aus Kleinkaben. Sein Geburtshaus steht noch und wird inzwischen für Veranstaltungen genutzt. Aus dem 16. Jahrhundert stammt die St. Michaeliskirche, die als befestigte Bergkirche gebaut wurde. Auch in den Stadtteilen Okaben, Kloppenheim und Petterwall gibt es Zeugnisse der Vergangenheit. Das Schloss in Kloppenheim beispielsweise, erbaut um 1708, oder die Walzmühle in Okaben, die aus dem Jahre 1333 stammt. Im 8. oder 9. Jahrhundert hat die Martinskirche in Petterwall ihren Ursprung, bis heute ein beliebtes Motiv. Kaben ist eine familienfreundliche Stadt mit einem großen individuellen Angebot für Kinder. Es gibt 6 städtische, 3 kirchliche Kindertagesstätten, einen Waldkindergarten, ein Terminal for Kids und eine Montessori-Einrichtung. Weitere Anlaufstellen sind das Mütter- und Familienzentrum Kaben und die Petterweiler Spielgruppe. Auch an Schulen mangelt es nicht. Neben Grundschulen in Kloppenheim, Kleinkaben, Okaben und Petterwall gibt es die kooperative Kurt-Schumacher-Gesamtschule in Großkaben mit gymnasialem Zweig. Ein besonderer Anspruch der Stadt Kaben ist, ein aktives Miteinander der Generationen zu unterstützen. Das Johanniterstift in Kleinkaben und der ASB betreiben Altenpflegenheime und seniorengerechte Wohnungen. 20 Kabener Sportvereine bieten vielfältige Angebote für alle Altersgruppen an. Rund 7000 Mitglieder organisieren sich dort und die Bandbreite der Sportarten ist hoch und deckt jedes Bedürfnis ab. JUKUZ, das steht für Jugendkulturzentrum. Es bietet unter anderem Freizeitaktivitäten und Beratung für Kinder und Jugendliche. In der Kulturscheune finden beispielsweise Konzerte und Kabarett statt, organisiert von Kultur- und Jugendinitiativen. Die Raps Juice Factory, das Bürgerzentrum mit Saal- und Clubräumen, der Dorftreff in Rendel und die Bürgerhäuser in Okaben und Petterwall bieten zusätzliche Entfaltungsmöglichkeiten. Wir stehen ja quasi vorm Herzen Kabens, vorm Bürgerzentrum. Ihr Herz schlägt auch für Kaben. Herr Rahn, warum? Ja, da gibt es viele Gründe. Einmal, ich bin in Kaben geboren, seit 50 Jahren hier in Kaben lebend, aufgewachsen. Kaben ist eine tolle Stadt. Ich denke, Sie haben es jetzt gesehen und zeigen können. Kaben ist eine Stadt in Grün. Hier kann man gut leben, hier lässt sich richtig super leben. Direkt vor Frankfurt, was will man mehr? Deswegen schlägt mein Herz für Kaben. Und ich kann nur jedem empfehlen, kommen Sie nach Kaben. Kaben ist wirklich eine tolle Stadt. Liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden, aber die Sendung ist noch nicht zu Ende. Lassen Sie sich überraschen, was jetzt noch kommt. Rhein-Main vor Ort wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Kaben.